So, herzlich willkommen zum sechsten Teil unserer Java-Reihe. Im letzten Teil sind wir so ein bisschen in die objektorientierte Programmierung eingestiegen, also haben geklärt, was das überhaupt ist, warum man das überhaupt braucht, welche Vorteile das Ganze hat und, und. In diesem Video hier wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen mit der Syntax auseinandersetzen, wie man das Ganze in Java überhaupt gestaltet. Erst einmal eins vorab. Der Compiler möchte normalerweise das, beziehungsweise er legt auch selbst Klassen immer in separaten Dateien an. Das heißt also, wenn Sie jetzt zum Beispiel, werden wir jetzt gleich sehen, hier befinden wir uns im kostenlosen Java-Editor, das ist eine vollständige Entwicklungsumgebung, auch für die GUI-Programmierung und so weiter. Wenn wir hier jetzt eine Klasse erstellen, wir fangen mit dem Modifizierer Public an, dann mit dem Schlüsselwörtchen Class. So, wie nennen wir jetzt diese Klasse? Machen wir mal was Einfaches, machen wir mal was Einfaches. Wir nennen die Klasse einfach mal Auto. Ja? So, die Klasse nennen wir Auto. Und zwar wollen wir in diesem Video jetzt hier mal näher auf diese objektorientierte Programmierung eingehen. Und zwar am Beispiel eines Autos. Ne? Wie wir das als Objekt in einer Programmiersprache simulieren könnten. Darum geht es immer. Ne? Man möchte reale Objekte unseres Denkens, unseres Anschauungsraums, möchte man programmiertechnisch realisieren. So. Wir haben ja wie gesagt mit Public angefangen. Public dient jetzt dazu, dass wir diese Klasse auch aus anderen Klassen heraus aufrufen können, beziehungsweise auch aus anderen Paketen. Ja, das habe ich schon im letzten Video angesprochen, so zum Schluss hin, dass wir die Klasse hier dann auch aus allen Paketen, werde ich gleich näher drauf eingehen, aufrufen können. So, als erstes mal müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir jetzt diese Klasse Auto oder allgemein das Objekt besser gesagt, weil das, was wir jetzt hier schreiben, ist nichts anderes als ein Bauplan. Wie können wir jetzt ein Auto näher beschreiben? Ja, wie können wir das darstellen? Ganz wichtig, bevor Sie eine Klasse erzeugen, machen Sie sich immer Gedanken darüber, wie könnte ich das darstellen. Die Eigenschaften eines Autos, na, schreiben wir hier einfach mal in Eigenschaften. Eigenschaften. So. Eigenschaften. Na. Es hat einen Tank. Na. So, der Tank kann eine entsprechende Füllung haben. Das Auto kann eine gewisse Leistung haben, ne? Zum Beispiel in der Einheit PS. Ne? So, ist jetzt erst einmal unrelevant. Das Auto kann eine Maximumgeschwindigkeit haben. Maximumgeschwindigkeit, die es also überhaupt erreichen kann. Ne? Das ist ja auch von Auto zu Auto unterschiedlich. Ne? Die einen Autos können vielleicht nur eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde erreichen, andere können vielleicht sogar eine Geschwindigkeit von 250 erreichen, ne? Maximalgeschwindigkeit. Was könnte es noch für eine Eigenschaft haben? Eine Farbe, ganz einfach, eine Farbe. So. Das sind jetzt unsere Eigenschaften, die unser Auto haben soll. Jetzt brauchen wir noch ein paar Methoden. Paar Methoden, die unser Auto haben soll, also was es überhaupt kann, beispielsweise ganz einfach fahren. Fahren. Die Methoden stelle ich durch solche mit Klammern noch zusätzlich dar. Zusätzliche Methoden, gerade im Hinblick auf diese Eigenschaften, wir könnten beispielsweise tanken. Die Methode tanken, die würde dann natürlich noch ein Argument übernehmen. Dann wird der Tank gefüllt. Wir könnten aber zum Beispiel auch eine Leistung setzen.
Zum Beispiel könnten wir für irgendein Auto, könnten wir sagen, okay, dieses Auto soll eine Leistung haben, beispielsweise von 100 PS. Wie nenne ich das? Leistung setzen. Na? Leistung setzen als Beispiel. Oder, stopp, genau das gleiche können wir auch für die Maximalgeschwindigkeit machen, na, dass wir die entsprechend setzen können. Na? Maximal Geschwindigkeit, das kürze ich jetzt so ein bisschen ab, setzen. Na? Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, diese Eigenschaften, das haben wir ja schon im letzten Video geklärt, die stellen wir durch Variablen dar. Vielleicht werden Sie sich jetzt fragen, warum soll man das überhaupt über gesonderte Methoden setzen? Normalerweise macht man das in der objektorientierten Programmierung. In der objektorientierten Programmierung soll das Objekt bzw. seine Eigenschaften durch Methoden manipuliert werden und nicht durch das Eingreifen des Benutzers der Klasse. Ne? So, das soll alles hier über diese Methoden, na, man sagt im Prinzip hier auch dazu Nachrichten. Wenn wir später, das habe ich ja im letzten Video erklärt, wenn wir unser Objekt haben, das ist unser Objekt, so, da können wir diesem eine Nachricht senden. Na. Auf diese Nachricht antwortet es dann. Die Nachricht ist in diesem Fall dann zum Beispiel hier einfach nur, dass es fahren soll, wir wollen tanken, so etwas. Na. Und unser Objekt wird dann darauf irgendwie reagieren. So, fahren, na, das wäre das. Na, natürlich noch so Sachen, da gibt man auch so was Einfaches wie Bremsen. Na, das wäre auch eine Methode, die wir hier noch zubauen können. Wir könnten eine Methode noch einbauen, für die Farbe entsprechend zu ändern. Dann könnte man natürlich auch noch zuzüglich hier wieder Methoden erzeugen, um uns die Leistung auszugeben oder die Tankfüllung oder die Maximalgeschwindigkeit. Das sind wir schon beim springenden Punkt. Diese Eigenschaften, diese Variablen, Elementvariablen werden durch sogenannte Set- und Get-Methoden werden die manipuliert. Über die Set-Methoden wird dann zum Beispiel in diesem Fall der Tank gefüllt, es wird die Leistung festgelegt, die Maximalgeschwindigkeit. Über die Get-Methoden werden dann diese einzelnen Werte werden ausgegeben oder zum Beispiel die Farbe wird ausgegeben, welche Farbe hat das Auto oder wir können die Farbe setzen. Ne? Das macht man traditionsgemäß mit Set- und Get-Methoden. Das Ganze, jetzt gehen wir an die Realisierung. So, wir fangen an. Also, als erstes legen wir die Eigenschaften fest. Diese Eigenschaften, ich habe ja schon gesagt, auf die soll eigentlich der Benutzer der Klasse nicht zugreifen können. Ne? Aus diesem Grund verwenden wir hier das Schlüsselwort bzw. den Modifizierer privat an. Dann kann ich diese Eigenschaften nur innerhalb, also beziehungsweise diese Variable nur innerhalb dieser Klasse hier verwenden. So, wir werden später, wenn es darum geht, Klassen zu vererben, voneinander erben zu lassen, werden wir noch einen anderen Modifizierer, nämlich Protected, geschützt kennenlernen. Dazu aber später. Beziehungsweise je nachdem in einem anderen Video mehr. So, als erstes einmal die Eigenschaften. Also zum Beispiel int, beispielsweise, was haben wir gesagt? Geschwindigkeit, jawohl. Das ist einmal, was wir brauchen. Dann haben wir zum Beispiel noch, hoppla, das habe ich gut gemacht. Dann haben wir zum Beispiel noch. Die Leistung haben wir noch, dann haben wir noch, was haben wir gesagt, muss ich nochmal schauen, der Tank, eine Tankfüllung, also privat end Tank, solche Sachen, eine Farbe, das können wir ganz einfach über String machen, Quatsch, privat muss ich hier natürlich wieder hinschreiben, privat, String, die Klasse String, das haben wir ja schon kennengelernt, auch wie man hier Objekte instanziert, String, nehmen wir einfach Farbe. Dann ist das festgelegt. Dann können wir hier eine Farbe zuweisen. Ne? Rot, Schwarz, irgendwas. Ne? Bam, 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 bam. Was haben wir noch gesagt? Das war es hier im Prinzip schon. Mehr haben wir nicht. Das sind jetzt hier im Übrigen sogenannte Instanzvariablen. Das heißt also, jedes Objekt, das wir später
von dieser Klasse Auto erzeugen, wird mit Kopien dieser Variablen hier ausgestattet sein und wird diese individuell verwalten können, die irgendwie manipulieren können, etc. So, das heißt also, jedes Objekt ist dann zwar in diesem Fall hier von der Klasse Auto, aber sie sind wiederum voneinander individuell. Zum Beispiel das eine Auto hat zum Beispiel eine andere Maximalgeschwindigkeit oder eine andere Leistung oder hat eine andere Tankkapazität, die geben wir hier an, oder hat eine andere Farbe. Ne? Das sind jetzt also Instanzvariablen. Als nächstes brauchen wir einen sogenannten Konstruktor. Ne? Das ist nämlich der springende Punkt. Das heißt also, wir brauchen eine Methode, die immer aufgerufen wird, wenn ein solches Objekt erzeugt wird. Man kann dieses auch weglassen, dann wird der Standardkonstruktor verwendet. Ein Konstruktor übernimmt keine Argumente. Stopp, Quatsch, Quatsch, Entschuldigung. Ein Konstruktor kann Argumente übernehmen, hat eine Argumentenliste, aber er hat keinen Rückgabetyp. Er hat aber den Modifizierer Public. Der Konstruktor hat immer den Namen der Klasse, also in diesem Fall Auto. Hoppla, in diesem Fall wollen wir einfach einen ganz normalen Konstruktor, der keine Argumente übernimmt. So definiert man den. Dieser hat einfach nur den Auftrag, hier diesen Variablen hier vernünftige Werte zuzuordnen. Zum Beispiel die Geschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit soll standardmäßig beispielsweise 100 km pro Stunde sein. Die maximale Tankfüllung soll 80 Liter sein. Maximale PS-Zahl, hoppla, beziehungsweise Leistung soll standardmäßig 50 PS sein. Die Farbe, ui, die Farbe soll standardmäßig schwarz sein. So, na. Jetzt gehen wir mal hin und speichern das Ganze hier. Und dann fällt Ihnen hier schon automatisch etwas auf. Nämlich, wir bekommen jetzt hier als Dateinamen Auto vorgeschlagen. Warum? Weil unsere Klasse auch Auto heißt. Nämlich der Compiler speichert alle Klassen in gesonderten Dateien, beziehungsweise sorgt dafür, dass dies auch so geschieht. Wir können also nicht in eine Datei hier mehrere Klassen hineinpacken. Das verbietet er. Er möchte, dass das alles in gesonderten Dateien, das gehört auch zum guten Programmierspiel, ausgelagert wird. Ich speichere das Ganze jetzt hier zur besseren Verdeutlichung einfach alles mal auf den Desktop. Na, also in diesem Fall befindet sich dann die Java-Datei auf dem Desktop. Wir fügen jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Das ist jetzt ein normaler Konstruktor gewesen. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, wir wollen noch einen Konstruktor, der Argumente übernimmt. Ne? Wo wir also zum Beispiel bei der Instanzierung, wenn wir also später ein Objekt erzeugen, sagen können, okay, ich möchte jetzt ein Auto erzeugen, das die Maximalgeschwindigkeit hat, die Tankkapazität, die Leistung, die Farbe. Dafür schreiben wir einfach wieder Public Auto. Ne? Wieder genau das Gleiche. Wir können nämlich auch in Java Methoden überschreiben. Ne? Ich kann jetzt also einen neuen Konstruktor erzeugen. So, der neue Konstruktor braucht jetzt Argumente. Für die Geschwindigkeit sagen wir einfach V. Für den Tank mache ich einfach T. Ich hätte dafür die Geschwindigkeit einfach G machen können. Das wäre besser, das passt besser. So. Für die Leistung brauchen wir L. Und für die Farbe brauche ich den Datentyp String. Das ist im Übrigen natürlich auch wieder eine Klasse. So, und das nenne ich einfach F für Farbe. So. Wenn Sie das hier nicht richtig erkennen, könnten Sie zum Beispiel den Vollbildmodus anschalten. Dann sehen, können Sie das hier vielleicht besser lesen. So. Der Konstruktor macht dann auch nichts anderes, als diese übergebenen Argumente entsprechend zuzuordnen. Also Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist dann gleich G. Tank ist gleich T. Leistung ist gleich L.
Und die Farbe ist gleich F. So, abracadabra, das war's schon. So, jetzt haben wir zwei Konstruktoren. Also wie gesagt, immer wenn eine Klasse immer wenn ein Objekt instanziert wird, erzeugt wird, wird ein Konstruktor aufgerufen. Kommt dann immer darauf an, welchen. Wenn Sie zum Beispiel keine Argumente in diesem Fall jetzt hier übergeben, wird dieser Konstruktor hier aufgerufen. Wenn Sie Argumente übergeben, also zum Beispiel sagen, ich möchte den die Geschwindigkeit, den die Tankkapazität und so weiter, wird der hier aufgerufen. So, jetzt wollen wir allerdings, weil wir haben ja hier diese Variablen als privat deklariert, da wollen wir auch irgendwie zugreifen können, ne? Weil der Benutzer soll auf diese Variablen nicht zugreifen können. Aus diesem Grund erzeugen wir uns jetzt erst einmal Set-Methoden, mit denen wir beispielsweise die Tankkapazität nochmal irgendwie manipulieren können, nachträglich vielleicht. Könnte ja möglich sein, dass wir diesen Standardkonstruktor hier in Anführungszeichen unseren Standardkonstruktor aufgerufen haben und wir wollen nachhinein nochmal irgendetwas ändern. Zum Beispiel könnte es ja möglich sein, wir wollen das Auto umlackieren, anstatt schwarz soll es rot werden, ne? Und dann kann man das entsprechend umsetzen. So, ganz wichtig, Konstruktoren müssen natürlich öffentlich sein, damit sie direkt zugänglich sind. Und natürlich die Methoden, die später, beziehungsweise ja, die Methoden, die später der Benutzer aufrufen kann, die müssen natürlich ebenfalls public sein. Ansonsten hat man keine Chance, da irgendwie etwas aufzurufen. Als erstes machen wir die Set-Methoden und zwar brauche ich da nur den Rückgabetyp Void, ne, soll nichts zurückgeben, einfach nur was setzen. Set Tank int, nämlich auch wieder T. So. Und der soll nichts anderes machen, als dann Tank ist gleich T schreiben. Das war's. Hier könnte man zum Beispiel jetzt noch zuzüglich, wenn Sie zum Beispiel sagen, stellen Sie sich vor, Sie schreiben eine Software für einen Autoverkäufer, ne, für einen Autohandel. So, und die Tankkapazität, die der jetzt im Angebot hat, ne, ist maximal 100 Liter. Ne. Dann könnten Sie zum Beispiel hier noch eine Sicherheitsschranke einbauen mit einem einfachen If-Konstrukt, dass wenn jetzt hier beispielsweise eine Tankfüllung übergeben wird, größer 100, ne, dass dann entsprechend was passiert. Oder zum Beispiel, es könnte ja möglich sein, dass hier vielleicht eine negative Zahl eingegeben wird. Ne. Na, so Sachen kann man dann hier natürlich auch noch mit einbauen. In unserem Fall machen wir das ganz einfach mit dem Typ Integer. Als nächstes brauchen wir noch, na toll, wo bin ich? Hier bin ich. So, als nächstes brauchen wir natürlich auch noch so etwas. Beispielsweise für die Geschwindigkeit, setzt Geschwindigkeit, Geschwindigkeit int v. So, der soll einfach Geschwindigkeit ist gleich v setzen. Das ist das. Dann möchten wir auch noch, jetzt mache ich mal get-Methoden. Da müssen wir jetzt den Datentyp in verwenden, weil die sollen in diesem Fall beispielsweise die Tankfüllung zurückgeben. Get Tank schreibe ich da einfach keine Argumente. Soll einfach nur Return Tank machen. Das ist das. Beziehungsweise dann haben wir noch Public int get Geschwindigkeit. Ne? Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, so. Return Geschwindigkeit. Ne? Methoden setze ich mal als bekannt voraus. Ne? Das habe ich in meinen letzten Videos bereits schon soweit erklärt. Müsste jetzt selbstverständlich sein. Bom, 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 was wir noch machen könnten, wäre noch eine Set-Methode für die Farbe. Bauen wir auch noch mit kurz ein. Public Void. Set Farbe. Da müssen wir einen String machen. F mache ich einfach für Farbe. Da kann ich mir besser merken. Farbe ist gleich F. Klick, das war's. So. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Set-Methode, eine Get-Methode für die Farbe. Das muss natürlich Rückgabewert String sein. Get Farbe.
bin ich kurz durcheinander gewesen. So. Return, hoppla, Return Farbe. So. Das war dieses. Das war jetzt unsere Klasse soweit. Wir haben jetzt also verschiedene Möglichkeiten. Wir haben unsere Eigenschaften hier festgelegt. Eigenschaften, diese Variablen müssen immer außerhalb von Methoden deklariert werden. In diesem Fall handelt es sich um Instanzvariablen. Das heißt also, jedes spätere Objekt verfügt über eine Kopie seiner solchen Variable. Hier haben wir die Methoden, die jetzt diese Variablen, man sagt Eigenschaften, manipulieren können. Wir haben zwar verschiedene Konstruktoren. Wir haben dann noch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel eine Methode, um die Tankfüllung zu setzen. Wir haben eine Methode, um die Geschwindigkeit zu setzen, eine, um die Farbe zu setzen. Wir haben noch Get-Methoden für den Tank zurückzuliefern, für die Geschwindigkeit zurückzuliefern, für die Farbe zurückzuliefern. Ne? Also diese klassischen Set- und Get-Methoden. Neben dem Konstruktor gibt es auch noch den Destruktor. Den brauchen wir. Der wird immer dann aufgerufen, wenn das Objekt abgebaut wird. Ne? Wenn es also von der automatischen Speicherbereinigung von Java eliminiert wird, dann wird der aufgerufen. Den werden wir später noch kennenlernen bei anderen Bereichen. Den brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht. Der Destruktor hat nämlich immer den Auftrag, Aufräumarbeiten zu machen. In diesem Fall müssen wir keine Aufräumarbeiten machen. Da reicht uns der Standard-Destruktor. Ne? So. Das ist das. Das speichern wir jetzt noch. Kompilieren es, sofern keine Fehler da sind. Okay, war alles in Ordnung. Jetzt haben wir eine Klasse. Ne? Okay. Jetzt die Frage, wie nutzen wir diese Klasse? Dazu müssen wir eine neue Datei anlegen. Ne? In diesem Fall kommt jetzt hier unser Hauptprogramm. Ne? Also eine Klasse. Public Class, die nenne ich jetzt einfach mal Versuch. So, und diese verfügt jetzt über eine Main-Funktion. Public Static Void Main. So, die verfügt jetzt über eine Main-Funktion. Diese muss ich jetzt anschließend ins gleiche Verzeichnis speichern, wie jetzt auch schon unsere Klasse Auto. Nämlich in diesem Fall knall ich einfach alles auf den Desktop. Ne? So, ganz wichtig, wie gesagt, im gleichen Verzeichnis. So, da wird dann auch später, da, beziehungsweise da befindet sich jetzt auch im Moment, kann ich hier mal ganz kurz zeigen. Da befindet sich, stopp, dich brauche ich nicht. So. Da befindet sich jetzt auch hier die Class-Datei von Auto. Hier ist der Bytecode enthalten. Sie sehen hier auch diesen verdächtig aussehenden Ordner namens Video. Den benötigen wir auch noch gleich. Der ist leer. Wenn das Ganze im gleichen Verzeichnis ist, können wir jetzt ganz einfach auf diese Datei zugreifen. Ne? Nämlich, ja, ich habe jetzt hier die neue Datei, diese neue Klasse auch auf den Desktop gespeichert. Da können wir jetzt ganz einfach hingehen und schreiben, okay, neue Klasse, wie haben wir sie genannt? Auto. Auto. So. Mein Auto nenne ich das Objekt einfach. Dann geben wir hier New. New Operator. Wir nehmen einfach mal den ersten Konstruktor, nämlich Auto. So. Das heißt also, dieser initialisiert dann hier Geschwindigkeit, entsprechend Tank, Leistung und so weiter. Jetzt wollen wir das Ganze einmal ausgeben. Wir wollen zum Beispiel mal die Maximumgeschwindigkeit ausgeben. Das heißt, wir greifen hier auf das Objekt zu, mein Auto. Dann wählen wir den Punktoperator. Jetzt kriegen wir hier schon automatisch ein Fenster angezeigt. Hier sehen Sie alle Eigenschaften. Und hier alle Methoden. Wir wollen die Geschwindigkeit, haben wir gesagt. Ne? Die Geschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit. Gehen wir hier auf die Get-Methode. So, dann bekommen wir einfach die Geschwindigkeit zurückgeliefert. Anschließend, ne, wollen wir die Geschwindigkeit manipulieren. Beziehungsweise, und zwar schreiben wir jetzt hier einfach mein Auto.
Punkt Z Geschwindigkeit. So, da muss ich ein Argument übergeben. Machen wir mal die Maximalgeschwindigkeit 250. Sportauto, ne? So. Das Ganze wollen wir wieder ausgeben. Das heißt, wir rufen einfach auf diesem Objekt mein Auto, ne? Einfach wieder die Methode auf get Geschwindigkeit, liefert die zurück. So. Und das Ganze erst kompilieren wir, beziehungsweise wir führen das aus. Dann bekommen wir hier zwei Werte ausgegeben. Einmal die 100 Kilometer pro Stunde, die der normale Konstruktor, den wir erzeugt haben, standardmäßig zuweist, und dann unsere Veränderung. Ne? Hier sehen Sie auch, wie das Nachrichtenprinzip hier funktionieren soll. Wir haben jetzt hier, ich mache das hier nochmal weg, wir haben jetzt hier ein Objekt. Ne? Ganz, ganz wichtig. Das hier ist nicht das wirkliche Objekt, das ist ein Verweis. Ne? Über den New-Operator wird nämlich jetzt ein Objekt im HAP, im Freispeicher, erzeugt, und hier wird uns ein Verweis auf dieses Objekt zurückgeliefert. Wir arbeiten hier also mit Verweisen. Das bedeutet, dieses Objekt hier, bequatscht diese Variable hier, hat auch deshalb einen geringeren Speicher. Ne? Jetzt wollen wir diesem Objekt eine Nachricht senden. Ich habe ja gesagt im letzten Video, Objekte bekommen eine Nachricht zu, antworten auf diese dann entsprechend. Ne? Zum Beispiel im einfachsten Fall, fällt mir gerade was ein. Zum Beispiel ganz einfach diese mein Auto nochmal eine Set-Methode, beispielsweise Set-Tank. Ne? So. Beispielsweise 200, übertragen wir mal ein bisschen. So. In diesem Fall habe ich jetzt dem Objekt mein Auto, habe ich jetzt eine Nachricht gesendet, nämlich Set Tank auf 200. Na? Wenn ich das Ganze natürlich ausführe, passiert natürlich nichts. Machen wir mal was anderes. Machen wir mal noch so eine Methode. Bauen wir noch ein Public Void Fahren. Unser Auto soll nämlich auch was machen. Und zwar Auto, 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 Auto fährt. So, Auto fährt. Das ist dieses hier. Speichern wir. Wir kompilieren es, damit wir, hoppla, was habe ich jetzt gemacht? Aha, ja, da haben wir eine Klammer vergessen. Da haben wir eine Klammer vergessen. Wir kompilieren das Ganze, damit wir auf dem Desktop dann später wieder eine aktuelle Class-Datei haben. So, und dann kann ich zum Beispiel hier auch Auto, mein Auto, die Nachricht senden, es soll fahren. Ja, fahren. So, das Ganze bekommen wir dann auch ausgegeben. Nämlich Auto fährt. Ja, bekommen wir dann als Rückmeldung. Ja. Das ist also die Möglichkeit, die wir jetzt hier haben. Jetzt ist das Ganze natürlich etwas unschön. Ne? Wir haben ja das Ganze jetzt hier. Dich brauche ich nicht. Das Ganze haben wir jetzt hier alles schön auf den Desktop geknallt. Ne? Also hier haben wir unsere Java-Dateien, Versuch, also unser Rahmenprogramm, hier unser Auto. Und da haben wir die Byte-Dateien, im Bytecode-Workmat, also die Class-Dateien hier. Jetzt könnte ich zum Beispiel auch sagen, okay, das machen wir ganz anders. Ich möchte das Ganze geordneter haben. Ich möchte es packen. Ja, ich habe ja im letzten Video von diesen Paketen in Java gesprochen. So, das macht man dann folgendermaßen. Wir müssen diesbezüglich, ich werde jetzt einfach mal das hier löschen. Das lösche ich jetzt einfach. So, die Folge ist jetzt natürlich, wenn ich das jetzt hier ausführe, können Sie sich natürlich vorstellen, was passiert. Kann nicht geöffnet werden. Das System. Oh. Kann nicht geöffnet werden, klar. Das System konnte die Datei nicht finden, klar. Und zwar, weil jetzt natürlich die Dateien nicht mehr vorhanden sind. Das heißt also, wir können hier nicht mehr drauf zugreifen. So, und jetzt packen wir das Ganze zu einem Paket. Ja. Das bedeutet, wir speichern das Ganze jetzt hier einfach in diesen Ordner namens Video. Da speichere ich jetzt unsere Java-Datei erst einmal hinein, und zwar Auto. Ja? Unsere Autoklasse habe ich jetzt hier die Java-Datei hineingespeichert. Als nächstes kompilieren wir.
diese Datei nochmal, sodass wir dann in unserem Ordner hier nicht nur die Quellcode-Datei haben, sondern auch die Bytecode-Datei, nämlich die auto.class-Datei. So, dann ist das Ganze schon mal etwas sauberer. Jetzt kann ich natürlich mit meinem Rahmenprogramm da nicht mehr drauf zugreifen, weil es ja eigentlich nicht im gleichen Verzeichnis ist, weil die Versuchdatei, also das Rahmenprogramm befindet sich auf dem Desktop und das andere befindet sich im Ordner. Ne? Als nächstes schreiben wir hier direkt die erste Zeile Package, ne? Und dann schreiben wir hier einfach hinein Video. Ne? Also den Namen unseres Ordners. Ne? So, den Namen unseres Ordners. Ne? So, das heißt also, wir haben jetzt hier im Prinzip nichts anderes gemacht, als ein Paket zu erzeugen. Ne? Wir erzeugen hier ein Paket. Ne? Dieses Paket heißt jetzt einfach Video. So, ganz wichtig, Sie müssen dann hier auch ein Verzeichnis mit diesem Paketnamen haben. Normalerweise im Übrigen werden Paketnamen klein geschrieben. Ich habe es jetzt hier leider groß gemacht. Sie müssen also hier, wenn Sie einen Paketnamen haben, müssen Sie die entsprechende Klasse hier auch mit dem Quellcode und mit der Bytecode-Datei natürlich auch in diesem Verzeichnis abgelegt haben, sonst klappt das hier nicht. Und da können wir hier ganz einfach auf dieses Paket zugreifen und können die Klasse Auto importieren. Das machen wir einfach über die Import-Anweisung. In diesem Fall erst einmal den Namen des Paketes, in diesem Fall heißt das Video, dann der Punktoperator und dann in diesem Fall einfach Auto, weil unsere Klasse Auto heißt. Speichern wir das Ganze, führen es aus. Wenn alles klappt, na, Abracadabra, da kommt wieder Auto fährt, da fährt es vorbei, na, kann er darauf zugreifen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, na, etwas komplexere Strukturen hätten, beispielsweise werden jetzt hier noch zuzüglich Unterverzeichnisse. Ne? Ja, stellen Sie sich einfach vor, wir hätten jetzt hier zum Beispiel noch zusätzlichen Ordner, beispielsweise Sportwagen. Machen wir mal sowas hier, Sportwagen. Ne? So, Sportwagen. So, und da wollen Sie jetzt eine Klasse hineinpacken, ne? Die jetzt zum Beispiel von dieser Klasse auch noch zuzüglich vielleicht erbt, so irgendetwas. Und dann müssten Sie, wenn Sie jetzt sagen, der Sportwagen soll jetzt in dieses Paket hineingepackt werden, dann müssen Sie das natürlich hier dann noch mit angeben. Ganz wichtig, die Verzeichnisstruktur muss entsprechend auch hier der Package-Anweisung entsprechen. Das heißt also, wenn Sie hier zum Beispiel als Beispiel noch Sportwagen hätten, Sportwagen. So, solche Pakete hier, da müssen sich diese Verzeichnisstruktur genauso auch hier in dem Ordner befinden. Also einmal Video, dann hier Sportwagen. Na, wobei jedes Verzeichnis, jeder Ordner ein Paket entspricht. Na. So, das lassen wir jetzt aber erst einmal so. Das hier mache ich wieder weg. Zu dem Thema, wie wir das machen könnten mit dem Sportwagen und so weiter, indem wir hier einfach vererben, da werden wir uns im nächsten Video drum kümmern. Sie können im Prinzip hier, stellen Sie sich vor, Sie hätten in diesem Paket, ja, in diesem Paket hier namens Video, hätten Sie jetzt nicht nur eine Klasse, sondern da könnten Sie genauso gut auch 1000 Klassen drin haben. Und Sie wollen jetzt zum Beispiel nicht alle Klassen explizit angeben müssen hier. Dann können Sie das ganz einfach so machen, dass Sie hier einfach ein Sternchen hinsetzen. Ja, das geht auch. Und dann importiert er einfach alle Klassen, die in diesem Paket enthalten sind. Ne? Können Sie auch machen. So. Das wäre das. Ne? Noch irgendwas, was ich jetzt gerade noch auf die Schnelle loswerden könnte. Nein, wir lassen das jetzt hier mal so. Wir werden auch noch sogenannte Sammelklassen kennenlernen. Sammelklassen, es sind ganz einfach solche Klassen, die dann beispielsweise statische Methoden enthalten. Ne?
Und auf diese Methoden können wir dann einfach über den Klassen bezeichnen. Das habe ich Ihnen auch schon erklärt. Müssen Sie mal schauen, dass der erste Teil dieser Videoreihe, habe ich das erklärt, da kann man über den Klassennamen darauf zugreifen. Ne? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Klasse Matt, ne? Aus dem Paket java.lang. Das ist zum Beispiel so ein Beispielfall. Ne? Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Sammelklasse, die einfach statische Methoden aufweist, auf die man dann drauf zugreifen kann, ohne dass man da extra Instanzen. So, was ich Ihnen jetzt hier auch noch zeigen möchte, das Thema Arrays. Ne? Wir können zum Beispiel hier natürlich auch, wie wir es bei anderen Datentypen ebenfalls können, können wir Arrays erzeugen. So. Auch mit unserer selbstdefinierten Klasse hier. Das nennen wir jetzt mal ganz einfach Array. Hier machen wir dann rechteckige Klammern. Zum Beispiel für fünf Array-Objekte machen wir das Ganze. Ganz wichtig, wenn Sie so etwas machen, dann muss die Klasse, na, die Sie hier angeben, die muss zum Beispiel entweder über einen Standardkonstruktor verfügen, oder über einen selbstgeschriebenen Konstruktor, der keine Argumente übernimmt. Ne? Wie also dieser hier. Sie müssen hier beachten, ganz, ganz wichtig, das ist nämlich der kleine Unterschied. Sie müssen beachten, in diesem Fall haben wir nichts anderes gemacht, als ein Array zu erzeugen für die Aufnahme von Verweisen auf Autoobjekte im HAP in diesem Fall. Das heißt also, wir müssen jetzt hier, wenn wir jetzt ein Autoobjekt zuweisen wollen tatsächlich, müssen wir hier schreiben Array. Beispielsweise, wir wollen das erste Objekt zuweisen. Dann schreibe ich das auf die Art und Weise, ist gleich new Auto. So, gut, da kann ich jetzt den Konstruktor aufrufen. Na? Wenn das jetzt allerdings zum Beispiel über eine Schleife passieren soll, na, dann müssen Sie, wie gesagt, entweder einen Standardkonstruktor haben oder einen Konstruktor, der keine Argumente übernimmt. Na, wenn Sie es natürlich, wie ich jetzt hier zur Hand machen müssen, dann können Sie natürlich auch einen Konstruktor nehmen, der Argumente übernimmt oder aber auch, weil ich faul bin, den einfachen Konstruktor, der keine übernimmt. Das heißt also, wir müssen hier explizit das Ganze immer hier wieder zuweisen. Na, weil wir hier, wie gesagt, nur ein Array für die Aufnahme von Verweisen auf Objekte im HAP erstellt haben. Auf diese, ich habe jetzt hier im Übrigen nur zwei Stück zugewiesen, auf diese Objekte können wir jetzt auch mal zugreifen über die Verweise, nämlich so wie wir es vom Array her kennen. Zum Beispiel kann ich auf das erste Objekt zugreifen, kann sagen, okay, ich will fahren. Ja. Ich kann auf das zweite zugreifen, kann hier auch wieder sagen, okay, ich will fahren. Na? So, das wäre die Geschichte. Na? Na, erstes Auto fährt, zweites Auto fährt. Na? So, aber ganz, ganz wichtig, immer dran denken, das Array hier, na, enthält keine Objekte. Ein Fehler wäre, wenn Sie jetzt hingehen würden, würden sagen, okay, ich kann jetzt hier direkt drauf zugreifen. Na? Dann zeigt er mal hier zwar immer noch das Fensterchen an, na? Aber das drückt. Ne? Wenn ich das nämlich jetzt hier ausführe, bedankt er sich nämlich bei mir, nämlich, ne, weil er auf ein Nullzeigerobjekt zugegriffen hat. Ne? Beziehungsweise nicht Nullzeigerobjekt, sondern auf ein Nullzeiger. Ne? Weil in diesem Fall ist der Verweis, den wir hier hinten dran haben, einfach null. Ne? So. Und auf den Verweis null kann ich natürlich nicht die Nachricht bzw. die Methode anwenden, fahren, ne? Weil da gibt es kein Autoobjekt. Ne? Erst wenn ich das hier explizit zuweise, ne, indem ich hier sage, wie gesagt, New Auto als Beispiel oder übergebe hier noch Argumente, erst dann klappt das Ganze. Ne? So viel also noch dazu. Okay. Wenn Sie Fragen bis hierhin zum Thema haben, können Sie die Fragen gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Ich würde mich noch über ein Abonnement freuen. Bedanke mich an dieser Stelle recht freundlich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank.